Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen kleinen Einblick von der Gamescom. Und wie ihr schon gesehen habt, cosplay ich heute wie aus Cyberpunk 2077. Diesmal sogar als kleine Gruppe unterwegs, die ich euch noch später vorstellen möchte. Jetzt aber erstmal zurück zum Anfang. Hallo. Na, kleine Maus. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin sehr müde, weil wir gestern aus dem Urlaub gekommen sind. Ja, es ist, war eine kurze Nacht. Ich habe gestern noch sehr lange gestreamt. Und jetzt geht's gleich los. Haare lasse ich mir heute machen tatsächlich. Ja, ich muss jetzt ja gleich noch Make-up machen. Und ich habe ein neues Mittel, was ich bestellt habe, was ich noch nie benutzt habe. Da gucken wir gleich mal, ob ich das so gut hinkriege. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. So, ich habe mir jetzt die Cyberware schon leicht ins Gesicht gemalt. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennt. Auf jeden Fall habe ich mir so ein neues Mittel gekauft. Ich hoffe, man erkennt es. Das blende ich einfach nochmal ein Bild ein. Und das habe ich einfach noch nie benutzt. Und das ist quasi so ein Narbenflüssigkeitsauftrage-Ding-Gedönse. Und ja, das werde ich jetzt heute zum ersten Mal benutzen. Das habe ich bestellt und ich bin so doof gewesen und wusste nicht, dass man das mit einem Mittel, der natürlich von dem gleichen Hersteller ist, ja, abmachen kann. Das heißt, ich habe das nicht bestellt und es wird lustig, das abzumachen. Also heißt es, die nächste Woche renne ich nur mit Narben im Gesicht rum. Ja, jetzt habe ich mir halt einfach nur eine Vorlage eingezeichnet ungefähr. Ich habe das ein bisschen anders gemacht als sonst tatsächlich, aber ich finde es eigentlich ganz gut so. Und gucken wir, was daraus wird. Auf jeden Fall riecht es eklig. Es riecht eigentlich ein bisschen wie Nagellackentferner. Das schmiere ich mir jetzt ins Gesicht. Fühlt sich an wie so ein Tattoo. Wisst ihr, was ich meine? Die Haut wird ganz ledrig an der Stelle und man kann sie gar nicht mehr richtig bewegen. Ja, ich zeige euch da gleich das Ergebnis. So, ihr Lieben, ich habe jetzt das Ergebnis einmal schon fertig gemacht. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, wie immer. Man kennt es. Ich wollte jetzt eigentlich schon fertig sein, weil meine Mama mir die Haare macht, weil ich kann das hier nicht so gut sehen. Ihr könnt das auch alleine machen. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Frisur, aber alles gut. Wir machen jetzt einfach eine provisorische Frisur. Das ist auf jeden Fall mein fertiges Make-up. Ich finde dieses Narbengel mega geil. Kann ich nur empfehlen. Ich würde es euch auf jeden Fall auch, glaube ich, in der Infobox verlinken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das genau erkennen kann. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal eben schnell künstliche Wimpern drauf, um den Look zu vervollständigen, dann bin ich fast fertig. Nagellack habe ich natürlich wieder von komplett vergessen und auch nicht mehr geschafft gestern. Sieht auf jeden Fall im Spiegel aus. Und ja, wie gesagt, Haare habe ich extra noch gestern schnell gefärbt. Ja, also mein Ansatz wird eh nicht mehr rot, das ist aber auch schon in Ordnung. Ich finde dieses Ombre-Look eigentlich ganz cool. Ja, jetzt heißt es noch Hose an und dann geht's los. Die Jacke wird im Auto gelegt, weil mit der Jacke irgendwie fahren oder so ist einfach zu warm. So, ich habe keine Ahnung, ob man mich erkennt, aber ich bin fertig. So sehen meine Haare aus. Ich zeige euch das später nochmal. Wir fahren jetzt los, verspätet. Wir haben 8.36 Uhr. Also sehr verspätet, wollten eigentlich um 8 Uhr losfahren. Also 40 Minuten Verspätung, perfekt. Und ja, Niki fährt. Ich muss jetzt noch meine Nägel machen auf der Fahrt. Also ich bin, glaube ich, so schlecht organisiert, glaube ich, echt noch lange nicht gewesen. Ja, ich habe Haare im Mund. Bis gleich. So, wir haben es geschafft. Wir sind im Parkhaus angekommen und wir gehen jetzt raus. A3. Ich hoffe, wir merken uns das, Niki. Wir müssen uns das merken. So, ich bin aufgeregt, sehr voll draußen. Ach, mein Knöchel tut schon wieder weh von dem Schuh und dem Halsverschluss. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. So, jetzt setzen wir uns jetzt erstmal mit Crazy. Mal gucken, ob wir den finden. Irgendwo muss er ja sein. Das ist Craze Blaster oder wie ich ihn auch nenne, Crazy. Der Name ist auf jeden Fall Programm. Infos zu ihm in der Infobox. Gerne vorbeischauen, da er auch ein Gamescom-Vlog macht. Und das hier ist Daniel. Sein Insta-Account habe ich natürlich auch in der Infobox verlinkt. Den kennt ihr wahrscheinlich schon von meinen anderen Insta-Bildern als Johnny Silverhand. Wir haben zusammen ein Du-Cosplay gemacht. Und Nick brauche ich euch natürlich nicht vorstellen. Den kennt ihr natürlich aus allen anderen Videos, die ich habe. Status auf jeden Fall bester Freund der Welt. Ich filme für dich, dann kriegst du das mit ihrem Material.
Crazy von Star Wars. Hier ist es relativ still. Da, 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 da. Guck mal. Hui, hui. Wie dumm das ist. Guck mal da. Niki, guck mal, das ist Baby doch. Warum heißt das Awakening? Da. Hui. Hui. Wie wir rumlaufen, ey. Wie Security. Security? Ich mein Paparazzi. Wir sind von der Presse. Hier sind wir auf jeden Fall an dem Stand von Little Nightmares 3 vorbeigelaufen, der auch letztes Jahr auf der Gamescom zu sehen war. Ja, auf dieses Spiel freue ich mich auf jeden Fall besonders. Das werden Nick und ich wahrscheinlich auch im Livestream spielen. Niki, mach mal wieder ein Bild auf dem Traktor. Mit deinem Arsch, komm. Das ist ein Meme. Nick hat mal so seinen Arsch richtig präsentiert und das ist so am Traktor angelegt. Und natürlich habe ich noch ein altes Bild von Nick gefunden, wo er natürlich das am Traktor gemacht hat, was ich euch jetzt einblenden werde. Das war auf jeden Fall 2022, also schon 2 Jahre her. Also ich darf jetzt diesmal nicht dem Wahn verfallen, ja? Ich darf nicht. Ich darf nicht. Nein. Ich gucke nur. Du musst. Nein. Auf. Nein. Pankaro. Oh, oh. Ich weiß nicht. Oh, was ist denn das da? Das sieht aus wie Azune. Guck mal. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott. Oh. Da ist Nanook in andere Hundeart. Was ist nice, ja? Ich habe keine Ahnung. Und natürlich japanische Süßigkeiten. Cool. Da hat er Auktionsfilms gemacht, ne? Aber ich, wenn du da so und so. Bis auf eine Frau hast, ne? Eine Frau, die erste Frau, die hat das Arsch. Pokémon Trainer. Du wirst bei sowas halt auch dabei sein. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung von Pokémon. Du hast also einen Automaten? Er hat gerade eine Karte gezogen. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich habe früher Yu-Gi-Oh! Karten gesammelt. Das zählt doch bestimmt. Diese goldene? Hat er was gekauft? Ja, er hat so eine Karte von Pokémon gekauft. Die ist sogar legendär, ich habe keine Ahnung. Rondon, oha. Ja. Was? Den kenne ich sogar nicht. Das habe ich auch noch gespielt. Es ist sehr voll hier am Sonntag. Aber es ist hier nicht so laut. Geht so. Nicht unbedingt. Aber ich mag generell nicht so gerne Figuren, weil ich habe erstens keinen Platz dafür, wo die stehen können und zweitens staunen die bei mir immer voll. Und Niki schicken mir immer Figuren. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum mich der Crazy gefragt hat, ob ich diese Funko Pops Figuren mag. Denn ich habe einfach am Ende des Videos eine Funko-Pop-Figur von Johnny Silverhand geschenkt bekommen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und ich habe mich einfach mega gefreut. Auf jeden Fall vielen lieben Dank nochmal dafür. Und für diese Figur werde ich auf jeden Fall noch einen kleinen Ehrenplatz finden. Auch wenn ich hier nicht sehr viel Platz habe, das ist auf jeden Fall Pflicht. Und hier kamen wir zu einem Baldur's Gate 3 Stand. Das ist tatsächlich dieses Jahr eines meiner absoluten Lieblingsspiele, mit Cyberpunk natürlich. Dieses Spiel hat mich einfach mega im Sturm erobert, also wenn ihr es noch nicht kennt, spielt es auf jeden Fall, gebt dem Spiel eine Chance. Am Stand selber waren auf jeden Fall einige Baldur's Gate 3 Cosplayer und wir mussten natürlich direkt die Gelegenheit nutzen, um mit ihnen ein Foto zu machen. Tatsächlich sind wir dieses Jahr alle sehr große Fans von dem Spiel und ich habe alle damit infiziert. Und ich musste natürlich direkt auch ein Foto mit meinem Lieblingscharakter aus dem Spiel machen, der liebe Astarion. Ich weiß nicht, was bei dem ersten Bild passiert ist. Da stehe ich ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Vielleicht war ich ein bisschen nervös. Ja, auf jeden Fall. Das zweite Bild ist ein bisschen schöner geworden, fand ich. Und ja, waren auf jeden Fall total liebe Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Treffen.
Und ab und zu habe ich einfach so Momente, wo ich mich einfach nicht traue, Leute anzusprechen, ob die mit mir ein Foto machen können. Deswegen musste das der liebe Daniel für mich übernehmen. Ach ja, manchmal bin ich einfach zu schüchtern. Ah, da war ein Unterschied, ne? Willst du da auch gleich? Ja! Also ich denke mir gerade einfach so, hoffentlich war ich nicht zu cringe unterwegs. Sich das Video jetzt hier auf jeden Fall anzugucken, ist auf jeden Fall gerade mein Untergang. Er hat auf jeden Fall so gut posiert und ich stehe da einfach wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Och man. Auf jeden Fall habe ich ihn auch in der Infobox verlinkt, seinen Instagram-Account. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Es haben mich tatsächlich auch sehr viele Leute gefragt, ob sie mit mir ein Foto machen können und natürlich auch mit Daniel. Es freut mich auf jeden Fall immer, wenn Leute mein Cosplay gefallen. Also fragt auf jeden Fall immer gerne, wenn ihr ein Foto haben möchtet. Da bin ich auf jeden Fall nicht zu schüchtern für. Der Sonntag an sich ist schon generell sehr voll, aber ich denke, die anderen Tage waren auch nicht besser. Aber ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr an anderen Tagen da wart und ihr der Meinung wart, es war etwas leerer auf der Gamescom zum Laufen. Ich denke aber, der Donnerstag ist der entspannteste Tag, über die Messe zu laufen. Danach folgt, glaube ich, der Freitag, der Sonntag und der Samstag. Der ist, glaube ich, der vollste Tag der Woche. Zum Anspielen von Spielen gehe ich generell nicht auf die Gamescom. Tatsächlich ist die Gamescom eher für mich ein Treffpunkt mit Freunden und generell einfach mal über die Messe ein bisschen schauen, was da so los ist. Vielleicht auch ein bisschen was zu kaufen. Aber generell zum Spieletesten gehe ich dort nicht hin. Das hat sich auf jeden Fall vor ein paar Jahren schon erledigt. Dafür ist es einfach zu voll. Und die Erwartungen dafür zu haben, ist einfach schwierig, also muss natürlich jeder selber wissen. Ich bin nicht auf jeden Fall der Typ Mensch, der gerne 5 Stunden wartet, um 10 Minuten irgendein Spiel anzutesten. Da warte ich lieber noch ein Jahr, bis das Spiel dann vollkommen rauskommt. Aber da dürft ihr auch gerne eure Meinung in die Kommentare teilen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr die Gamescom empfindet. Hier sehen Sie eine Lu im gewohnten Lebensraum. Auf Jagd nach Merch. Auf Jagd nach Bildern, auf der Jagd nach Plüsch, wird sie heute ihr Geld verlieren. Das und vieles mehr gleich nach der Werbung. Was machst du da? Gar nichts. Ich habe nur einen Werbespot eingesprochen. Hast du gerade meinen Arsch gefüllt? Nein. Heute ist ein Würfel, aber nur 20. Das ist ein Deal, oder? Nur 20 auf dem Würfel? Meinst du, wir schaffen das? Wir gucken mal. Und dann immer, wenn wir irgendwo beim Spielen angehen wollen, sagen wir, ich hätte 20 geworfen. Bis 90 geht das. Viel symbolischer werfen kann, ne? Dann müsst ihr so rechts klopfen. Also den könnt ihr sogar in den Kopf werfen. Das ist eine Mimik. Was ist denn deine Hand wert? So viel. Oh, der ist schwer. Echt? Ja. Wow. Krass. Da ist die 20.
hier kamen wir zu einem Figurstand und ich musste mich hier erstmal durchsuchen und gucken, welche ich am coolsten finde. Ich fand die Kirito-Statue da ganz oben eigentlich ganz cool von Sword Art Online, aber ich konnte Figuren tatsächlich auch wieder dieses Mal sehr gut widerstehen, weil ich tatsächlich einfach wenig Platz für sowas habe. An dieser Szene hier kann man einfach perfekt erkennen, wie schnell Crazy einfach abhaut. Er hat kurz ein Foto mit jemandem gemacht und schon sucht er uns, obwohl wir nur 2 Meter neben ihm standen. Du hast so eine coole Kamera, wo hast du die her? Wo hast du die Kamera her? Die habe ich bei eBay. Nein, die Scheiße. Die habe ich bei eBay. Das ist echt schön mit den Umklappen. Ja, ne? Weiter geht's. Ich muss mir dein Material klauen. Was machst du da? Fotobomb! Hallo! Hallo! Ich habe jetzt die Kamera geklaut, ich bin die cooler. Ja, die ist Man kann sie sehen. Ist gut. Die ist wirklich gut. Super, deine Kamera, das ist der einzige Nachteil, den ich finde. Was denn? Dass die ab einem Punkt dunkel. Ja, ich weiß. Aber es ist batterieschonender, weil die gleich leer ist. Ja, aber es ist trotzdem ein bisschen schade. Das stimmt. Also ich habe noch immer kein Cyberpunk-Cosplay gefunden. Also hier dürft ihr euch auf jeden Fall nicht wundern, dass die Qualität von den Videos teilweise ein bisschen anders ist, weil das sind jetzt wieder Aufnahmen von meiner GoPro-Cam, die aber Crazy aufgenommen hat. Und ab und zu habe ich Videos in das Video reingeschnitten, die von seiner Kamera sind. Und die sind natürlich eindeutig viel besser, auch weil er die ganze Zeit in 4K aufgenommen hat. Aber dennoch, für den nächsten Vlog werde ich mir vielleicht eine bessere Kamera besorgen. Und ja, vor allen Dingen hier, wie man das auch ab und zu sieht, dass das Licht die ganze Zeit flackert, ist natürlich nicht optimal. Guck mal, sie ist echt kleiner als du aus. Crazy ist klein. Wie groß bist du nochmal? Geht dir gar nicht an Datenschutz. Datenschutz? Ja, wir sind auf jeden Fall heute auf der Gamescom unterwegs gewesen. Wir waren, wie lange jetzt? 4 Stunden unterwegs? Seit 11 sind wir jetzt ungefähr hier unterwegs. Ja, ist auf jeden Fall voll. Aber ansonsten eigentlich ganz cool. Ich gehe eigentlich jedes Jahr hier. Du bist das erste Mal hier, ne? Meine allererste Gamescom. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir haben heute Bilder gemacht. Wir haben Baldur's Gate-Charaktere gestalkt. Du hast ein Bild mit Karlaf gemacht. Ich habe ein Bild mit Astarion machen können. Das war cool. Hat Spaß gemacht. Ich wurde heute überrascht, ob du auch selber nach Fotos gefragt hast. Ich wurde sogar mal in einem Livestream interviewt. Frag mich nicht bei wem, ich weiß es nicht mehr. Kurz vergessen, wie der Streamer ist. Ey, das war ein sehr langer, komplizierter Name. Aber ansonsten war es cool. Das ist bisher ein richtig geiler Tag, also ein richtiges Highlight des Jahres bisher. Ja, und jetzt gehen wir noch Sushi essen. Ham, ham. Und ich muss mir ein bisschen Videomaterial von dir schnurren. Ja, glaube, das für meinen Blog. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Meet Crazy vorbei. Infobox ist voll mit Socials. Und ja, ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in die Gamescom gefallen. Und ja, so sieht mein Alltag ein bisschen als Cosplayerin aus. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir gehen jetzt erstmal essen. Ja, schauen wir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So ihr Lieben, und das war es auch diesmal mit dem Video Gamescom Vlog 2024. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Ich habe euch einen kleinen Einblick verschaffen können. Schreibt auf jeden Fall gerne Kommentare, falls ihr irgendwelche Anmerkungen oder andere Sachen mir mitteilen möchtet. Und eine Bewertung da lassen würde mich auch auf jeden Fall sehr freuen. Ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog oder bei einem anderen Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.